Schau, Toni Haßmann, der Classic Man mit dem Classic Man. So, den schon gleich ein bisschen schräg. Schwung weiternehmend. Sehr gut in der Zwischenzeit. Hanaka doch unter diesen 23. Da zaubern die beiden sich so ein bisschen drüber. Das sah ein bisschen eher nach einem Fosbury-Flop aus. Spielt aber keine Rolle. Denn liegen geblieben bis da ist Toni, der Erste, dem es gelingt, hier komplett strafpunktfrei auch durch die zweite Runde zu kommen. So sieht es aus. Und das Ganze in einer Spitzenzeit. Da kommt die Faust. Da kommt die Freude. 43,63 Sekunden. Bruder Felix war ein bisschen schneller, der hatte 43,60, aber, und das Aber ist entscheidend, der hatte einen Umpf. Toni liegt damit in the lead mit schneller, mit wirklich schneller Nullrunde. So, wer kommt da jetzt dran? Wer kommt da ran? Das wird er sich jetzt auch denken und wird sagen, ey,